Es geht wieder los. Pfingstmarkt in Frankenberg. Am Freitag, Pfingstfreitag, wird er eröffnet. Am Mittwoch wurde noch fleißig gewerkelt und aufgebaut. Die meisten Schausteller waren da. Es fehlen noch die Marktbeschicker, die kommen am Donnerstag. Auch der Biergarten ist wieder eröffnet. Ja, der Aufbau Pfingstmarkt läuft. Ist viel Arbeit im Moment, viel Stress. Ja gut, wir kennen es ja, wir leben das ja, wir können mit dem Stress gut arbeiten und wir sind jetzt schon in den letzten Zügen. Die Budenreihen sind geschlossen, die Attraktionen sind schon zum großen Teil aufgebaut und wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass wir wieder pünktlich morgen zu unserer Abnahme am Donnerstag durch die Politik und den Kindern in Frankenberg alles fertig soweit haben und dass wir dann unseren Pfingstmarkt wieder endlich gemeinsam feiern können. Wenn man die Resonanz zum Beispiel auch auf Eder Dampfradio, aber auch bei der lokalen Presse so verfolgt, die Menschen freuen sich. Endlich wieder Pfingstmarkt, endlich wieder Tierschau, endlich wieder raus. Ja, das konnten wir schon beim Plakateaufhängen feststellen. Wir haben die Plakate aufgehangen und sind unweigerlich in Gespräche gekommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Muss ja endlich mal wieder. Wir freuen uns auf unseren Pfingstmarkt und auch hier in Frankenberg in der Stadt. Wenn man hier mit den Leuten, mit der Gastronomie, mit den Bürgern sprechen tut, sie freuen sich alle auf ihre fünfte Jahreszeit auf unseren Pfingstmarkt. Freitag nach dem Festzug und dem Marsch in den Listenbach, der Tradition ist, ist dann um 14 Uhr hier die offizielle Eröffnung des Pfingstmarktes. Wie weit ist dann die Familie Wagner im Kopf schon beim nächsten Pfingstmarkt? Also ich bin jetzt schon beim nächsten Pfingstmarkt. Wir haben jetzt zum Beispiel schon über die neue Positionierung der Toilette gesprochen. Das sind immer so Kleinigkeiten. Wir schauen jetzt schon mit einem Auge im Aufbau ins nächste Jahr. Der Platz ist ja auch städtebaulich immer Änderungen ausgesetzt und mit denen müssen wir arbeiten. Und selbstverständlich, wir schauen jetzt schon fleißig aufs nächste Jahr, schon im Aufbau für dieses Jahr. Nun ist die große und kleine Wehrweide ein bisschen verändert worden. Es gibt eine neue Brücke, neue Zugänge. Stört das den Betrieb? Nein, absolut nicht. Ich muss auch Ihnen sagen, wir haben zwei neue Brücken. Die eine Brücke wurde ja schon 2020 fertiggestellt. Die ist noch nicht bespielt worden. Und wir haben jetzt gerade die ganz neue Brücke. Und wir finden, dass das die zwei neuen Brücken das Ambiente hier auf der Wehrweide wesentlich verbessern tut. Vielen Dank. Viele bekannte Attraktionen sind wieder auf dem Frankenberger Pfingstmarkt. Der Breakdance zum Beispiel, Speedy, eine Kinderachterbahn, der Aufbau des Riesenrads erfordert sehr viel Geschick. Hier eine Neuheit, Robotics. Ein klassisches Kettenkarussell, ein Schwinger. Alles das gibt es auf dem Pfingstmarkt in Frankenberg. Natürlich auch Stände mit Süßkram, hier Schokoladenspezialitäten. Und das Riesenrad wächst in die Höhe. Geschick beim Kranführer und Muskelkraft bei den Helfern. Natürlich gibt es auch wieder zu essen. Im Hintergrund das Festzelt, die Budengasse. Frankenberg freut sich auf den Pfingstmarkt.